Make Chocolate Fair? Kurz erklärt. Was ist ein fairer Kakaopreis? Die meisten Menschen in Deutschland lieben Schokolade. Doch der süße Genuss hat einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Kakao, die wichtigste Zutat für die Schokolade, wird hauptsächlich in Westafrika angebaut. Fast 2/3 des weltweiten Kakaos kommen aus genau 2 Ländern. Aus der Côte d'Ivoire und Ghana. Das Problem ist, die Mehrheit der Kakaobäuerinnen und Bauern lebt deutlich unter der Armutsgrenze. Ihr Einkommen ist nicht existenzsichernd. Dabei ist ein existenzsicherndes Einkommen ein Menschenrecht. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein Einkommen, das ihm und seiner Familie ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Ein existenzsicherndes Einkommen muss nicht nur die Kosten für die Grundbedürfnisse der Bauernfamilien abdecken, auch die Investitionskosten für den Kakaoanbau müssen abgedeckt sein. Das hier ist Effia. Sie ist eine typische Kakaobäuerin aus Ghana. Sie ist 47 Jahre alt, hat eine 6-köpfige Familie und bewirtschaftet eine kleine Kakaoplantage von 3 Hektar. Ihr monatliches Einkommen beträgt umgerechnet 191 US-Dollar. Um die Grundbedürfnisse ihrer Familie zu decken, bräuchte Effia aber ein Einkommen von 395 US-Dollar pro Monat. Effias Einkommen müsste sich also etwa verdoppeln. Viele Kakaobäuerinnen und Bauern wie Effia leben trotz der harten Arbeit, die sie täglich verrichten, weit unter der Armutsgrenze. Ein Hauptgrund dafür ist der niedrige Kakaopreis. Für ihren Kakao bekommt Effia derzeit umgerechnet 1.822 US-Dollar pro Tonne. Aber selbst wenn sie ihre Ernte verdoppelt, reicht dieser Preis nicht für ein menschenwürdiges Leben aus. Die Armut hat gravierende Folgen. Effia kann sich keine erwachsenen ErntehelferInnen leisten. Deshalb müssen ihre Kinder auf der Plantage mitarbeiten. Effia hat nicht genug Geld, um einen Arztbesuch zu bezahlen, wenn sie oder ihre Kinder mal krank sind. Und Effias Geld reicht auch nicht aus, um neue Kakaobäume zu kaufen. Ihre Bäume werden immer älter und werfen immer weniger Erträge ab. Doch wer bestimmt eigentlich den Kakaopreis? Und wieso ist er so niedrig? Kakao wird hauptsächlich an den internationalen Rohstoffbörsen wie London oder New York gehandelt. Faktoren wie Angebot und Nachfrage, aber auch Spekulationen an den Börsen bestimmen, wie sich der Preis entwickelt. Kakaobäuerinnen wie Effia haben kaum Einfluss auf die Preisgestaltung. Der Kakaopreis ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gefallen. Kakao ist heute inflationsbereinigt nur noch halb so viel wert wie in den 1980er Jahren. Außerdem kommt es immer wieder zu starken Preisschwankungen. Aber wie hoch müsste ein fairer Kakaopreis sein? Die Zertifizierungsorganisation Fairtrade hat den sogenannten Living Income Reference Price berechnet. Zu Deutsch Referenzpreis für ein existenzsicherndes Einkommen. Demnach brauchen Kakaobauern und Bäuerinnen in Ghana für ein existenzsicherndes Einkommen mindestens einen Preis von 2.100 US-Dollar pro Tonne Kakao. Fairtrade geht bei der Berechnung davon aus, dass die Bauern und Bäuerinnen ihre Ernteerträge verdoppeln können und mindestens 4 Hektar zur Verfügung haben sollten. INCOTA und andere zivilgesellschaftliche Organisationen halten diesen Preis nicht für ausreichend. Sie gehen davon aus, dass bei geringerer Ernte und kleineren Flächen der Kakaopreis sogar 1.000 US-Dollar höher liegen müsste, damit er wirklich fair ist. Der größte Skandal jedoch ist, bisher ist keiner der großen Schokoladenhersteller bereit, den existenzsichernden Preis von Fairtrade zu zahlen, egal ob Nestlé, Mars, Mondelez, Ferrero, Stork oder Lindt. Sie nehmen damit billigend in Kauf, dass die Mehrheit der Kakaobäuerinnen und Bauern keine Chance hat, aus der Armut zu kommen. Dabei zeigen einige kleinere Unternehmen schon jetzt, dass es auch anders geht. Zum Beispiel die GEPA, das kleine Unternehmen Fair Afric oder das niederländische Schokoladenunternehmen Tony's Chocolonely. Mehr Infos zu diesen Unternehmen findet ihr in unserem Infoblatt Vorreiter für Fairness. INCOTA fordert, alle Schokoladenhersteller müssen endlich faire Kakaopreise bezahlen, die den Bäuerinnen und Bauern ein existenzsicherndes Einkommen garantieren. Denn nur mit fairen Preisen lassen sich Probleme wie Armut und Kinderarbeit im Kakaoanbau endlich beseitigen.